Und es geht doch. Dicke Boilies für dicke Karpfen und dicke Kois. Nachdem wir die ersten Wochen am Kupfersee jetzt verbracht haben und viel mit feinem Setup und kleinen Haken und kleinen Boilies hier ordentlich rausgezogen haben, was auch gut funktioniert nach wie vor, müssen wir aber doch sagen, die dicken Dinger kommen einfach auf den großen Boilies. Bisher noch nicht so ganz die übertrieben großen Boilies, aber wenn wir hier größer reingehen, mit größeren Boilies, haben wir auch größere Ergebnisse. Also von mehreren Seiten jetzt auch nochmal der Test oder von vielen Spielern mit Erfahrung jetzt auch nochmal der Test und auch immer wieder bestätigt, wir bekommen größere Karpfen, größere Kois und so weiter, wenn wir hier mit größerem Setup reingehen. Das A und O. Ich hatte ja zuletzt noch das eine Video rausgebracht mit dem C2 Super Freak. Auch da waren schon etwas größere Boilies unterwegs. Da ging das auch schon ein bisschen besser. Und hier in dem Drill, das ist der Drill, ja, vom Streamstart gestern Abend. Ihr seht, da geht so langsam der Stream los. Und da werden auch gleich die ersten reintrudeln. Aber das war quasi der Streamstart gestern Abend. Vorm Stream noch reingeschlagen. Ein Monsterdrill, beziehungsweise auf allen drei Routen. Zack, zack, zack. Ein Fisch nach dem anderen. Und ja, dann habe ich halt einen nach dem anderen rausgedrillt. Von 14 Kilo, 7 Kilo und eben noch ein Monsterdrill, der über 25 Minuten auf feinem Setup halt wirklich abgegangen ist, richtig Bock hatte und dann am Ende aber eben auch sich absolut gelohnt hat. Schauen wir uns natürlich alles kurz noch an bis zum Ende sozusagen. Wichtig, auch hier jetzt wieder große Boilies verwendet, große Köder verwendet. Natürlich auch PVA bzw. Futtermische ausreichend. Und dann mit feinen Vorfächern. Ob auch das super entscheidend ist, ist wirklich auch nochmal die Frage. Da ist natürlich dann vielleicht auch wieder die große Masse der Community gefragt. Wie ist deine Erfahrung? Eher in Richtung 18 Kilo plus, 18 Kilo Vorfächer oder doch eher ein bisschen feiner reingehen. Hier jetzt in dem Fall waren es auch nur 13, noch was Kilo an Vorfachsmaterial. Also, schon ein heftiger Drill und ich würde es auch sagen, weit darunter habe ich auch nicht so wirklich Bock, da noch runter zu gehen, denn das ist schon hart am Limit. Man merkt eben sofort, alles was so in Richtung 15, 16 Kilo geht an Fisch, braucht einfach richtig lange, gerade bei so 18, bei so 13 Kilo halt an Vorfachsmaterial. Wenn man halt die gleiche Gewichtszahl hat quasi als Fisch, dann wird das schon kritisch. Und da vorne sieht man es, glaube ich, schon. Er drückt sich so langsam durch das Schilf. Richtiger Brocken. Mega nice. Zum Glück auch noch schön in den letzten Abendstunden, dass man noch ein bisschen Licht hat. Alter. Ja, der hat wirklich lange gebraucht. Viel hin und her gekämpft. Der erste mit, waren es 14 oder 17? Ich weiß es nicht mehr. Mit 14 Kilo, sagen wir einfach mal, der war komplett durch bis am anderen Ende von der Map. Und den konnte ich direkt hier in dem kleinen Becken vorne einfach halten. Und zack. Boah. Ist er da. Alter, voller Dinkelsbühler Zeilkarpfen Trophy. Das ist schon richtig nice. Das ist schon richtig nice, ja. Tip top. Knappe 300.000 XP. Das ist, ich würde sagen, ganz okay. Preislich 670 Silber hat er gebracht. 670 Silber für so einen Brocken.
Das ist doch auch mal ein Statement. Kann man mal machen. Ja, und gefangen habe ich das Teil hier an der Stelle. Und bevor es jetzt gleich dunkel wird, ja, dann schnell nochmal der wichtigste Blick. Wo habe ich hingeworfen? Ihr seht ungefähr, wo die Ruten ausliegen, beziehungsweise in welche Richtung die schauen. Und zwar nach da hinten. Also für mich ist diese Birke hier der Anhaltspunkt. Und ich werfe quasi links neben die Birke. Hier ist nochmal so eine kleine Schilfkante direkt in diesem Bereich. Oder da hinten sieht man das vielleicht auch nochmal. Dahinter ist nochmal so eine Birke. Also in diese Area, da wo das Auge jetzt ist, da geht es hin. Und das ist eben dieser Bereich hier auf der Map. Und was man auch sieht, und das sollte, glaube ich, jedem Karpfenangler auch klar sein, wir haben hier natürlich mit so einem Setup eine deutlich geringere Frequenz. Ich musste gerade nochmal neu starten. Das heißt, ich habe jetzt hier tatsächlich gerade eine Pause im Kescher-Bild. Das sehen wir uns aber gleich mal eben an hier. Also, das war jetzt hier gerade der erste Durchgang sozusagen. Quasi eine oder vor einer halben Stunde. Zack, zack, zack. Ziemlich genau eine halbe Stunde lang. Ihr seht auch von der Frequenz her innerhalb von einer halben Stunde nicht so wahnsinnig viel. Aber eben auch hier schon auch wieder ein großer Spiegelkarpfen mit dabei gewesen. Narumi Asagi, auch schon nicht so schlecht mit 10 Kilo, war auch mit dabei. Und eben sonst wieder die Dinkelsbühler. Und jetzt gerade nach der Pause ging es da gerade direkt wieder los. Eben Orenji Ogon, zack, jawohl, und es geht weiter. Köder und Futter gucken wir uns natürlich auch gleich nochmal an. Der hat auch wieder ein bisschen Bock, so soll das. Also gehen wir sofort hier ein bisschen rüber, lenken den weiter hier links in die Ecke. Wir wollen ja nicht, dass der hier um die Kurven schwimmt. Genau so. Genau so darf der abgehen. Jawohl. Jawohl. Ja, machen wir erstmal noch einen auf locker, nicht ganz so übertreiben. Ja, das Ganze braucht einfach immer Zeit. Ganz simpel. Kein Stress machen. Nicht so hart reingehen, nicht alles in den roten Bereich und maximieren, sondern einfach abwarten und abwarten und abwarten. Geduld haben bei dem Angeln hier. Ja, der zieht schon ordentlich ab. Der zieht schon ordentlich ab, nicht schlecht. Und ja, nichts erzwingen wollen, ne? Das ist das A und O. Hier übrigens jetzt gerade eine Kombi, die hatte ich beim letzten Mal angeln noch nicht. Und die ist jetzt hier komplett auf Pop-Up-Rig. Und das sollten jetzt, gucken wir uns gleich aber im Detail nochmal an, beides, glaube ich, 20er Boilies sein. Also, die Zeiten, würde ich sagen, sind so langsam vorbei, dass wir hier mit kleinen Boilies reingehen. Es kristallisieren sich mittlerweile die größeren Boilies raus. Ja, schlechtere Frequenz. Aber an den Spots, wo wir halt wissen mittlerweile, dass da die Fische sind und auch immer wieder sind, da kann man es ja jetzt auch probieren, dass wir da eben dann mit den großen Boilies eben auch reingehen und wissen, okay, vielleicht sitze ich hier einfach mal 10 Minuten und es passiert nichts. Aber wenn, hat man eben die Chance auf einen richtig dicken. Also das ist halt jetzt das A und O. Gucken, dass man jetzt hier Stück für Stück die nächsten Trophies abhakt. Ja, das sieht doch schon wieder ganz gut aus hier. Das sieht doch ganz gut aus. Ganzes Setup und so gucken wir uns natürlich alles gleich im Detail an. Oh ja, ja, ja. Ja, wenn das jetzt natürlich einer ist mit 25 Kilo nur, also die Kois, die liegen ja im Trophy-Gewicht bei 25 Kilo, dann ist das natürlich schon angenehm. 25 Kilo ist jetzt auch dann gar nicht so wahnsinnig mehr. Klar, über der Tragkraft vom Vorfach. Aber, und ja, das wird natürlich immer noch ein Drill. Aber es ist eben nicht so heftig wie über 30 Kilo. Und dementsprechend sollte auch der Drill dann doch ganz entspannt noch werden. Ne? Oh ja, der hat aber noch Bock. Der hat aber noch Bock. Ich würde sagen, wir machen mal einen kurzen Break hier. Ne? Der Drill, das dauert ja alles immer ein bisschen lang. Und dann gucken wir mal, wenn er gleich ein bisschen müde geworden ist, dann schalten wir da einfach wieder rein. Apropos müde geworden, die Fische haben einfach alle immer auch ihren Timer sozusagen. Sie werden einfach nach einer gewissen Zeit müde, langsamer und gut ist. Das heißt, alles ja einfach nicht so sehr erzwingen wollen. Wenn man mit kleinem Setup da ist, und das zählt natürlich auch für alle Bereiche, selbst wenn man noch im Low-Level-Bereich unterwegs ist,
auch da natürlich einfach ein bisschen mehr Geduld haben. Nachteil, wenn man halt zu lange wartet und zu wenig Druck ausübt auf den Fisch, kann es natürlich auch sein, dass er irgendwann ausschlitzt vor Langeweile einfach. Oder weil da einfach zu wenig Druck halt passiert, dann macht er vielleicht noch ein paar Kopfschläge und dann ist das natürlich auch schlecht. Aber wenn man hier die ganze Zeit den Druck aufrecht erhält, also die Actionbar natürlich immer unter Spannung hält, dann sollte das schon ganz gut klappen. Hier jetzt gerade in Verwendung Monoschnur bzw. Nylonschnur, die halt super weich ist, die ganzen Kopfschläge richtig weich abfedert. Also auch da ist dann der Hakeffekt natürlich dann vielleicht ja, einfach noch ein bisschen sicherer, beziehungsweise dass es dann eben nicht so schnell wieder rausgeruppt wird, dadurch, dass es eben nicht so ein hartes Geruppe ist wie bei der geflochtenen Schnur dann. Ne? So, jetzt kam er so ein bisschen näher, aber ich glaube, so richtig will er noch nicht. Noch schwimmt er an der gleichen Stelle hin und her, hin und her, hin und her. Übrigens die Ruten, wenn jetzt auch auf den anderen was bimmelt, ich kann sagen, ja, lass bimmeln. Kein Stress damit machen. Das hatte gestern, die Trophy selbst, die hatte ja, ich sag mal, bestimmt, also über 30 Minuten hat die Trophy selbst auf der Rute gebissen, also Hang an dem Haken, ist rumgeschwommen, ohne dass ich die Rute in der Hand hatte. Also der ist alleine schon rumgeschwommen, während ich einen anderen Fisch eben noch gedrillt habe, quer über die gesamte Map. Also locker eine halbe Stunde hang der Fisch einfach da dran, ohne dass er dann eben auch ausgeschlitzt ist. Und danach der ja dann mit 7 Kilo war, der war bestimmt eine Stunde lang an dem Haken dran. Also danach der Fisch mit 7 Kilo an der Rute auf dem Rodpod hing die ganze Zeit, über eine Stunde hing der da einfach dran und ist halt auch nicht abgehauen. Also da gar keinen Stress machen. Wenn die Ruten bimmeln, während man im Drill ist, lasse einfach bimmeln. Oh, kommt er jetzt so langsam an? Ist es jetzt der Moment? Das waren jetzt mehr als 10 Minuten reiner Drill. Zwischendurch ja immer mal wieder noch die kurze Einblendung jetzt. Aber so langsam wird er müde. Ist das zu wenig Drillzeit? Die Frage ist, was ist es? Also weniger Drillzeit. Auf jeden Fall weniger Drillzeit. Aber wenn ich mich richtig erinnere, wir müssen uns das Setup gleich nochmal angucken, ist das hier auch ein stärkeres Set. Hier habe ich, ja, das ist Pop-Up hier, oder? Ja, es ist Pop-Up hier. Es sind die grünen Deckel. Es ist Pop-Up, das Pop-Up-Set. Und dementsprechend habe ich 15 Kilo Fluorocarbon hier drauf. Und nehme Monoschnur. 15 Kilo Mono. Na, komm ran hier. Statt 13 Kilo Fluoro. Und es ist wieder, oh mein Gott, es ist ein Leder. Aber der hat nicht genug, oder? Der hat nicht genug Schmackes. Ist das eine Trophy? Alter, das wäre der absolute Burner. Das wäre der absolute Burner. Guck dir das Ding an, Alter. Nee, ich glaube, der hat nicht genug. Der ist zu klein noch. Das wäre ja der absolute Hammer. Alter! 30 Kilo Dinkelsbühler Lederkarpfen. Zu wenig, zu wenig. Aber ein Hammerteil. Was geht denn ab hier? Ja, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Und das Ganze hier auf dem Setup. 1er Haken. Ja, wie gerade gesagt, monophile Schnur als Vorfach 15,8. Pop-up 20, süße Sahne 20, also Karamell 20, süße Sahne 20, Milchcreme. Futtermische gucken wir uns natürlich auch gleich noch an. Hammerhart, Alter. Zack.
Der nächste Brocken, das ist doch der Hammer. Alter Falter, ey. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, also, ihr seht, es geht mit großen Boilies. Es geht mit großen Boilies auf die... Okay, da nicht genug. Auf die dicken Dingers. Und wenn die schon reingehen, dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann die Kois reingehen. Irgendwann hängt da auch einfach mal und ein 25er Koi ist ja wohl ein Witz gegen so ein 30 Kilo Dinkelsbrötchen. Das ist ja wohl gar kein Problem. Hammerhart. Ja, so und so ähnlich. Attacke Vollgas. Jetzt gucken wir gerade noch mal eben kurz in den Kescher rein. Cash-mäßig. Ist ja hier alles schön um die Ecke. Mann. Nicht schlecht. Dinkelsbühler 200 noch was. Ja, wie gesagt, Trophy als Zeilkarpfen 670 Silber. Ganz, ganz, ganz anderes Ding. Und ich würde sagen, demnächst ballern hier die nächsten Trophys rein. Petri Lümmels, wenn's gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, gefällt mir, hilft mir mega, stoppt die Futtermische. Die Futtermische, sonst heißt es gleich am Ende wieder, Alden, du hast die Futtermische nicht gezeigt. Die Futtermische, sag doch was. Und ich stehe hier schon. Die Futtermische, Hammer. Da ist sie. Da ist sie. Also, süße Sahne auflösend, süße Sahne soluble, geschreddert, Karamell geschreddert, Mais einfach mit drin, weil auch Maismehl und so. Sahne Feed Pellets auch nochmal mit rein, Karamell als Aroma und dann gib ihn. Pretty simple, raus damit, aber nu Petri Lümmels, rausziehen die Brocken. Übrigens so, das andere Setup habe ich auch noch nicht gezeigt. 13,6er Fluorocarbon, 13,6 Braid, geflochtene Schnur. Auch hier Einserhaken und dann sinkend. Hier ist einfach klassische Haarmontage. Das war das Setup für die Trophy, für den Dinkelsbühler Zeilkarpfen. So sah das Setup aus. Also einfach nachmachen, größere Boilies verwenden und auf die Trophys hoffen. Aber nu, Petri, bis zum nächsten Mal.